Mein Name ist Doret Zürcher. Ich wohne zusammen mit meinem Mann Thomas zu Oberdiessbach. Wir haben 3 erwachsene Kinder und Schwiegerkinder und 7 Grosskinder, die meisten schon so alt sind, dass man gut mit ihnen Lebensfragen diskutieren kann. Das erweitert den Blickwinkel von uns älteren Semester. Um einen Blickwinkel geht es heute auch bei meinen Gedanken für das erste Kraftfutter, das ich mit euch teilen darf. Kennt ihr das Schokkorn? Es kommt etwas darauf an, wo ihr wohnt. Ich bin in Münsingen aufgewachsen und habe das Schokkorn schon recht klein mit Namen gekannt. Als Kind konnte ich mal auf einen Ausflug Richtung Beatenberg. Da sagt doch jemand, hey, schau mal das Schokkorn. Ich habe geschaut und geschaut und das Schokkorn nie gesehen. Da habe ich nachgefragt, wo das Schokkorn sei. Er denkt, der lange schräg Hang mit dem spitzigen Fels oben dran. Das habe ich schlicht nicht geglaubt. Ich weiss, denke, wie das Stockhorn aussieht. Er muss sicher nicht so. Vielleicht hat die Person das Stockhorn noch nie richtig gesehen und behauptet jetzt einfach etwas. Erst ein paar Jahre später habe ich es gecheckt, dass die Person recht hatte. Es kommt eben darauf an, wo man steht, woher man schaut. Es ist der gleiche Berg, der verschiedene Gesichter hat, je nachdem, wie der Blickwinkel ist. Die von Beatenbergseite können beweisen, dass sie recht haben. Aber die vom Aaretal, von Münsingen auch. Wenn sie jetzt anfangen zu zanken, wer recht hat, müssten sie noch einmal den Blickwinkel vom anderen testen. Dann könnten sie einander die Hand geben und sagen, ja, du hast recht. Das Stockhorn hat tatsächlich eine total andere Form bei dir, als ich gewöhnt bin. Solche Blickwinkel treffen wir auch in der Bibel an. Schon ganz am Anfang bei den 2 Schöpfungsberichten. Am Ende vom 1. Schöpfungsbericht kreiert Gott den Mensch am 6. Tag als Abschluss von seinem Schöpfungswerk. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie, steht da. Und im 2. Schöpfungsbericht heisst es, als Gott der Herr Himmel und Erde gemacht hatte, wuchsen zunächst keine Gräser und Sträucher. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Ja, was stimmt jetzt? Hat Gott den Menschen am Schluss erschaffen, der schon alles andere gegeben hat, eben als Krönung von der Schöpfung, oder hat er ihn erschaffen, der noch am Anfang Dreck gegeben hat, und sonst nichts? Welcher Bericht ist jetzt wahr? Kann sich Gott widersprechen? Wenn wir das Stockhorn zu Hilfe nehmen, kommen wir vielleicht drauf. Im 1. Schöpfungsbericht geht es um die Erschaffung des materiellen Menschen, erschaffen wie der Rest der Schöpfung. Im 2. Schöpfungsbericht nimmt Gott das Thema zwar wieder auf, sagt nochmal, der Mensch ist aus Erde geschaffen, aber er hat noch etwas anderes vor mit ihm. Er möchte, dass das Geschöpf Mensch mit ihm, dem Schöpfer, in Beziehung treten kann. Gott blaset ihm den Lebensatem ein und gibt ihm die Sprache. Das sind seine Voraussetzungen für eine Beziehung. Der Mensch hat zuerst gelernt, die Dinge beim Namen zu nennen. Aber das hat keine Beziehung lassen da. Erst als Gott Mann und Frau aufgeteilt hat, sie einander erkannt haben als Ergänzung, haben sie mit Freude gemerkt, was Beziehung für eine schöne Gabe ist. Weder Mann noch Frau sind ganz. Sie ergänzen sich eben. Zusammen sind sie ein Gottes-Ebenbild geschaffen und können mit ihm, dem Schöpfer, auch ihre tiefe Beziehung sein und sie pflegen. 2 materielle Wesen, die über die Sprache und Gottes Lebensarten ganz werden, wenn sie miteinander in Beziehung sind, auch innerlich zufrieden und erfüllt, werden erst dann richtig lebendig. Jetzt haben wir die 2 Schöpfungsberichte als 2 Blickwinkel auf Gottes Schöpfung. Mann und Frau, die 2 Blickwinkel von Gottes Bild darstellen. Eine Ganzheit, die Gott geschaffen hat, für mit Menschen als seinen Ebenbilder in Beziehung zu sein. Gott ist ein Beziehungswesen. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal einen Blick auf das Stockhorn werft.
Euer Blickwinkel auf eure Wirklichkeit ist nicht ganz, ist einseitig. Ein zusätzlicher Blickwinkel kann helfen, mehr zu verstehen, versöhnlicher zu sein, wenn jemand einen ganz anderen Blickwinkel hat als dir. Gott hat noch mehr als nur zwei Blickwinkel. Zum Glück auch auf jedes einzelne von uns.